Die Uneinigkeit der Demokraten und Republikaner im Weißen Haus ist wohl kaum ein Geheimnis. Dass die Presse Zeuge eines spontanen Wortgefechtes wird, ist trotzdem eher selten. Präsident Trump traf sich am Dienstag mit den führenden Demokraten aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus, um Einigkeit im Streit um die Finanzierung der Grenzmauer zu Mexiko zu erreichen. Der Präsident fordert 5 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Mauer und Sicherheitsmaßnahmen entlang der Grenze zum südlichen Nachbarn. Es wurde erwartet, dass die Demokraten Chuck Schumer und Nancy Pelosi nur 1,3 Milliarden Dollar anbieten wollten. Trump sagte bei dem Treffen mit den Demokraten, er werde im Haushaltskonflikt mit dem Kongress einen Government Shutdown in Kauf nehmen, wenn er bei der Grenzsicherung nicht bekomme, was er wolle. Ich werde stolz die Regierung stilllegen, wenn es um die Sicherheit an der Grenze geht, sagte Trump. Die Menschen in unserem Land wollen keine Kriminellen und Leute, die viele Probleme haben und mit Drogen in unser Land kommen. Eine Einigung muss bald erlangt werden, denn die Finanzierung wichtiger Aufgaben der Regierungsbehörden in den USA ist nur noch bis zum 21. Dezember gesichert. Die Oppositionellen Schumer und Pelosi hingegen betonten nachdrücklich, dass sie es nicht zum Regierungsstillstand kommen lassen wollten. Right now and will not shut down the government, and that's what we're urging you to do. Not threaten to shut down the government. Der Streit wurde live im Fernsehen übertragen.